Der Meister bringt das kompakt auf einen Punkt und vertieft halt auch nochmal Wissen, was der Geselle in seiner Lehre eben nicht hat. Das ist die beste Grundvoraussetzung, um eine höhere Qualifikation und mehr Verantwortung zu haben. Also erstmal das persönliche Ziel zu sagen, ich habe den Meister in dem Handwerk, das ist, finde ich, schon ein gutes Ziel. Ich möchte mit meiner Meisterausbildung und meinem eigenen Betrieb natürlich junge Leute anstellen und ihnen auch die Möglichkeit geben, dieses Berufsbild zu ergreifen. Und vielleicht auch, um sich selbstständig zu machen. Der Meister steht natürlich an der obersten Stelle in der Werkstatt, ist Ansprechpartner Nummer 1 und hat Einblick in die ganzen Betriebsabläufe. Und darum ging es mir eigentlich auch persönlich. Man sieht viele Sachen, die man praktisch schon mal gemacht hat, werden jetzt nochmal theoretisch aufgegriffen und man steckt dann auch richtig in der Materie drin. Ja, es ist ein ungewöhnliches Gefühl, wo man sagt, man kommt sich schon auch vor erstmal wie ein Azubi, aber es macht ganz viel Spaß, es ist ganz viel Input. Also ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ja, die Meister stehen uns hier sehr gut zur Seite. Das macht nicht jede Meisterschule, das ist wirklich einmalig. Von der Vorbereitung her, muss ich sagen, ist das sehr gut. Wir haben uns eingespielt. Wir sind ja schon seit 1,5 Jahren, glaube ich, schon zusammen auf dem Lehrgang. Man hat sich zusammengefunden. Unter Kollegen ist es wie in der Schule auch kollegial. Man versteht sich, man macht mal ein Späßchen. Und mit den Lehrern ist es eigentlich dasselbe. Wir verstehen uns ja alle gut. Es ist alles auf einer sehr persönlichen Ebene. Das ist nicht wie in der Schule, wo jeder gezwungenermaßen da ist, sondern wir sind alle hier, um was zu lernen. Ja, die sind ja alle wissensdurstig, alle, die hierher kommen, und deswegen ist die Stimmung auch gut. Und man lernt auch wirklich fürs weitere Berufsleben ganz viel dazu. Nein, man lernt nie aus, vor allem in so einem kreativen Handwerk nicht. Klar, es ist sehr aufwendig, hier zu sitzen und sich noch mal ein Jahr intensiv auf die Bank zu setzen. Einmal für sich persönlich und andererseits auch, um das berufliche Ziel zu erreichen. Der Meisterbrief ist eine große Chance für meine persönliche Zukunft. Meister sein heißt, Verantwortung zu tragen und dafür auch gerade zu stehen. Meister bedeutet für mich, mich beruflich weiterzuentwickeln. Meister zu sein, das ist mein Weg. Meister braucht man, um weiter vorwärts zu kommen im Leben. Aber am Ende steht das große Ziel, was man erreichen will, irgendwann da zu stehen, wo man stehen wollte, mit dem Meisterbrief in der Hand. Wenn Sie nachher Ihre Meisterprüfe und Zeugnisse hier auf der Bühne entgegennehmen, dann ist das der verdiente Lohn für Ihre große Anstrengung, für Ihren Willen, das Ziel zu erreichen. Das Streben nach Erfolg war es, was uns